Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch im neuen Jahr. Entschuldigung, ich bin gerade hochgehetzt, habe eine Nachbarin unten gerade den Kellerschlüssel gegeben, musste ganz runter und wieder ganz schnell ganz hoch. Puh, wir haben jetzt den 1. Januar und ich habe gedacht, weil ich vorher nicht dazu gekommen bin, ich mache noch ein Video zu den Geschenken, die mir von euch zugeschickt wurden. Die sind jetzt alle hier drinne. Die zeige ich euch jetzt alle und auch von wem sie kommen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgepustet. Asthma ist halt nicht so toll. Ja. Fangen wir erstmal hiermit an. Das ist, liegt nämlich gleich oben, das ist ein Lederrucksack. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht lesen. Aus echtem Leder. Den haben wir von Oberhavel gekriegt. Der war halt im Paket mit drin. Ich habe ihn auch extra nochmal gefragt, jetzt im Nachhinein, für wen der jetzt ist. Für meine Tochter oder meine Frau. Hat er gesagt, das ist ihm egal. Hat er einfach mal so mit drin gemacht. Da können sie sich drum prügeln. Meine Frau hat sich den natürlich gleich eingekreist. Also meiner, brauche ich. Findet sie voll süß. Die sind wohl irgendwie voll im Trend oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls hat den sich jetzt meine Frau eingekreist. Meine Tochter, die hat genug Taschen. Rucksäcke, Taschen, ich habe schon so viel Zeug runter in den Keller gebracht, weil von Sporttaschen hat sie groß, mittel, klein und das halt doppelt. Dann noch kleinere, kleine Rucksäcke, oh. Da holen wir später mal neue. Dann haben wir hier von Oberhavel noch, was, aber das will ich gleich erst zeigen. Erstmal kommt noch, da war noch ein Paket mit bei für den Jetta. Also ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber Oberhavel kann, glaube ich, Gedanken lesen. Das ist ja nicht das erste Mal. So. Da haben wir hier so eine Tasche, die kommt an den Rücksitz ran, von hinten. Dann kann man hier mit Klettverschluss Sachen reinpacken. Und hier vielleicht noch eine Flasche. Und hier noch was. Und hier unten hat man dann auch noch ein großes Fach. Ich hatte sowas schon mal, meins ist kaputt gegangen. Deswegen sage ich ja, Oberhavel kann Gedanken lesen, weil das hatte ich noch nicht erzählt. Das hatte ich noch in keinem Video erzählt oder im Hangout oder im Stream oder irgendwo. Das weiß eigentlich keiner, dass meins kaputt gegangen ist. Unten ist alles ausgerissen. Und das passt nämlich jetzt ganz klasse rein, weil da kann dann meine Frau so ein bisschen Zeug für die Kleine machen. Vielleicht ein bisschen Kinderspielzeug drin und sowas alles, wenn sie denn ein bisschen greifen kann. Sie ist ja gerade eine Woche alt. Aber da passt das richtig gut drin. Ich wollte mir nämlich demnächst eine neue kaufen. Hat sich jetzt erledigt, jetzt habe ich eine neue, dank Oberhavel. Ich habe hier noch Karten, die habe ich auch aufgehoben. Hier steht es nämlich, für den Jetta, weil ich fahre einen Jetta, einen weißen. Dann für Patricia, also meine Frau. Für Chef, das bin ich, logischerweise. Wo ist denn das andere? Ich hatte noch das andere Scheiße unterwegs. Weil wir haben oben Bescherung gemacht, also in der Wohnung von meiner Frau. Entweder liegt das noch unterm Baum oder das ist unterwegs rausgefallen. So, und dann haben wir, ist ja gut, dann haben wir von DM Designer bekommen, von Oberhavel. Also sieht die. Ja, Mausi, ich glaube, die wird rollig. Die sehen alle gleich von der Verpackung aus. www.dm.de Produktdesigner. Ach so, da kann man online machen. Cool, wusste ich gar nicht, kannte ich gar nicht so sehr. So, ich mache erstmal. Ich zeige euch erstmal das von meiner Tochter. Nee, das ist von meiner Frau. Das habe ich ihr nochmal kurz abgeluxt für das Video. Und zwar. Haben wir denn da das Foto von meiner Frau drauf? Oh, finde ich voll geil. Naturkosmetik. Daniels Hase bei Odins Test. Das finde ich so süß. Daniels Hase bei Odins Test. Ja, er hat sich das gemerkt. Moment, ich muss mal kurz mein Handy ausmachen. So ist der Wecker.
der Mittagessen lecker, aber die Lasagne braucht noch was. Da habe ich kurz vorm Video reingeguckt. Die ist noch nicht mal ansatzweise fertig. So, jedenfalls Daniels Hase bei Odins Test, Pflege, Dusche. Ja, also finde ich voll süß. Meine Frau hat sich auch riesig gefreut. Hatte auch Tränen in den Augen. Kommt gleich noch ein Geschenk von Tobi und seiner Frau. Da hat meine Frau auch geheult. Und ich auch. Nee, das ist meins. Das machen wir gleich. Jetzt kommt erstmal das von meiner Tochter. Dann können wir nämlich die Verpackung auch wegschmeißen. Ich habe die Verpackung nämlich aufgehoben gehabt. Dass ihr das sehen könnt, wie die aussieht. Und jetzt weiß ich auch, warum er Fotos haben wollte von meiner Frau und meiner Tochter. Das heißt Sauber. Also wie Sauber, aber hier Sau und Bär zusammen auseinandergeschrieben, also mit großen. Tropic Mix 2 in 1. Dusche und Shampoo. Papas Liebling. Steht da. Und da seht ihr das komplett. Voll geil. Alles beides grün. Jetzt kommt meins blau. Ich weiß jetzt nicht, aber ich denke mal, das ist, weil Oberhavel immer sehr mit Sarkasmus arbeitet. Und Ironie. Alle haben sie Duschgel und so gekriegt. Ich habe Ballermann bekommen. Für starken Haarwuchs bei Odins Test. Shampoo vor mit Meeresinhalten. So, da ist mein Foto drauf. Wie ihr ja von meiner Webseite auch kennt. Und da. Das kann ich aber gut für mein Haar, für meinen Bart nehmen. Für starken Haarwuchs. Das ist ein bisschen zweideutig. Oben nix und ein bisschen was. Ja, unten will nicht länger werden, ich weiß nicht. Ja, weil es voll süß. Da erstmal ein richtig nettes Dankeschön an Oberhavel. Oberhavel hat auch ein Video gemacht. Ein Jahresrückblick sozusagen oder ein Silvestervideo, würde ich jetzt mal so sagen. Das habe ich auch schon hochgeladen, das ist gestern online gekommen, also am 31. Guckt da mal rein, das müsste... Ich werde mal versuchen, euch das in die Videobeschreibung zu verlinken. Müsst ihr hier oben in die Infobox klicken. Dann seht ihr das. So, jetzt kommen wir zu Tobis Geschenk. Moment, ich muss hier noch was rausholen. Die Karten werde ich nicht zeigen. Das ist ein bisschen privat. Und nicht, weil es doof geschrieben ist oder so. Nee, ist wirklich echt geil geschrieben. Und erzähle euch gleich was dazu. Aber das ist dann ein bisschen privat. Das möchten wir dann noch privat halten. So, da haben sie uns eine Mütze geschenkt für die Maus. Kleiner Schutzengel mit hier oben so Bummeln dran. Da kam meine Frau schon das erste Mal die Tränen. Oh, schön. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, noch passt das nicht, oder? Ich weiß es nicht. Die ist ja noch ein bisschen kleiner. Und dann hat sie noch ein Tuch gekriegt mit hinten einem Druckknopf. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein guter Druckknopf, nicht so wie Druckknöpfe an ihren Klamotten teilweise, wo du mit dicken Fingern echt Probleme hast. Wenn man denn noch ein Tuch gekriegt. Kleiner Schutzengel. Ja. So, dann haben wir... Genau, dann haben wir eine Karte gekriegt von Tobi. Die war mit bei. Die, zu Weihnachten, die möchte ich nicht vorlesen, das ist privat. Und dann haben wir nochmal so eine Karte gekriegt. Also, so sieht das besser, Entschuldigung. Und die ist dann, genau, das war die von Katja, Emily und Tobi, genau. Also Katja ist seine Frau, Emily ist seine Tochter. Die ist auch sehr privat, die möchten wir halt auch nicht vorlesen. Und da hängt so ein Holzschild dran, seht ihr das? Speed Girl. Das werden wir nämlich abmachen. Und das kommt an, kommt an die Kinderzimmertür von meiner kleinen Tochter ran. Finde ich nämlich voll süß. Sweet Girl. Seht ihr das? Ich finde das süß. Und der Brief ist auch total rührend und total lieb geschrieben. Also
Ich kann euch sagen, wir haben halt erstmal alle Weihnachtsgeschenke ausgepackt von mir und von Schatzi, also die wir geholt haben und die von den Omas. Und zum Schluss haben wir uns denn die alle vorgenommen. Ich weiß gar nicht, war Oberhavel zuerst? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war einfach sehr, sehr bewegend. Es war ein sehr bewegendes Weihnachtsfest. Und wo meine Frau dann die Karte gelesen hat, wie Katja das geschrieben hat. Ich denke mal, dass Katja das geschrieben hat. Ja, also am Anfang konnte sie nicht. Also sie hat zwei, drei Wörter. Dann, die war sowieso die ganze Zeit am Heulen. Meine Frau ist momentan durch die Hormone sowieso sehr nah am Wasser gebaut. Aber ich habe es dann auch versucht. Ich konnte auch nicht. Ich habe auch geheult. Da mussten wir halt so ein paar Minuten warten und haben uns dann erstmal den Schutzengel angeguckt, also die Klamotten angeguckt und das Sweet Girl und haben dann ein bisschen ruhig gemacht und dann konnten wir das erst wieder richtig lesen. Also meine Frau hat sich dann einen Ruck genommen und hat dann angefangen zu lesen. Ja, mir wird sehr, sehr süß geschrieben und das möchte ich halt nicht in der Öffentlichkeit, weil das doch ein bisschen sehr privat ist. Also nee, also nicht, dass ihr denkt, das ist über mich oder meine Frau oder irgendwas geschrieben. Nee, das ist einfach nur sehr süß geschrieben. Glückwünsche halt zu unserer Tochter und das halt nur privat. Den Brief heben wir auch auf. Der kommt wahrscheinlich dann ins Fotoalbum rein von der Kleinen. Da müssen wir uns noch ein Fotoalbum kaufen. Wir haben noch kein Fotoalbum gefunden. Wir haben so viele Fotoalbums uns angeguckt und haben noch keins gefunden, wo wir gesagt haben, das nehmen wir. Ja, weil entweder war es nicht zum Einkleben, sondern nur zum Rinschieben mit den Bildern oder man war kein Platz, dass man da auch was hinschreiben konnte. Da müssen wir mal gucken. So, nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier erstmal auch einen Cut machen. Mittagessen müsste gleich fertig sein. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen, auch 2019. Ich werde bald wieder Livestreamen. Aber die Tage jetzt Auszeit, wo ich vorarbeite, ich habe ja vorher gearbeitet, die haben mir echt gut getan und ich möchte halt noch, in zwei Tagen möchte ich noch mit meiner Frau und meiner Tochter genießen. Und wir müssen uns sowieso noch ein bisschen einfuchsen. Das hat am Anfang alles ein bisschen was länger gedauert, weil, oder allgemein dauert das ein paar Tage, bis man, weil sie war ja vorher im Krankenhaus. Erst war sie schwanger, dann war das Kind da, dann war sie im Krankenhaus, dann war sie hier und auf einmal ist alles ganz anders. Also da hast du einen ganz anderen Tagesablauf. Alle drei Stunden ist die Kleine dran und dann muss man erstmal so seinen Rhythmus finden. Ja, dass wir miteinander, mit dem Kind und dass das alles wirklich reibungslos funktioniert. Und da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg. Das haben wir soweit gekriegt. Jetzt ist eigentlich alles okay. Aber halt so jetzt die paar Tage noch genießen. Dann würde ich mich jetzt hier auch wirklich verabschieden. Adäumchen wäre Adträumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.